Aber warum? So protestiert der Feuervogel. Soll denn Buddha in Erblicken dessen, wie es ist, erstarren im Schrecken, ob dieser kontinuierlichen Auslöschungsreihe? Warum erblickt er nicht das Schöne, das daraus wieder entsteht? Weil das Schöne wieder das Hässliche wird und wieder vergeht. Aber das Hässliche und Vergangene wird dann ja doch wieder das Schöne und noch Schönere. Das ist nicht das Problem des Buddha. Hässlich ist schön, schön ist hässlich. Es ist eben so, wie es ist. Weder schön noch hässlich. Hässlich als Schönes, Schönes als Hässliches. Und so weiter in achtfacher Ausziehung. Das eigentlich Erschreckende daran ist nicht diese Umtransformierungsangelegenheit, sondern dass es nicht aufhören kann, all das Schönste, woran sich das Wehmütigste und das Begierlichste und das doch, verweile doch, du bist so schön, dran gehängt hat, all diese Sehnsucht, die umso schmerzlicher werden wird, umso mehr man sich dran gehängt hatte. Nicht mal das ist es, was das Problem ist, dieses Preises des Lebens, der umso tieferen Schmerz nach sich ziehen wird, je anziehender und bezirzender das war. Sondern der Horror ist das nicht aufhören können, dieser Vernichtungs- und Wiedererzeugungs- und Wiedervernichtungs- und Wiedererzeugungsreihe über die Jahrmilliarden, das ihn erstarren und erschrecken macht und an dem nichts zu ändern ist. Oder vielleicht ist es einfach so, dass sich da gar nichts verändert, wie Parmenides sagt. Dass das lediglich immer die gleiche, nicht mal Formsubstanz ist, sondern einfach nur ein Formzustand, der zwar an der Oberfläche wechselt und interferiert mit anderen Formwechselzuständen, aber als inertes Feld immer sich selbst gleich bleibt. Die einzige Veränderung nur in der Konformationsänderung betreibt, aber in seiner Entität und Substanz und dem, wie es ist, dass es ist, unveränderlich, nicht sich bewegend, in der Energiemassenbilanz immer gleich bleibt. Und nur wir es sind, die, so wie wir aufgrund der ternären Aufspreizung unsere Weltvorstellung dreidimensional aufspannen, siehe an anderem Ort hierzu, auch dieses Werden und Vergehen und Werden als Wahrnehmungsvorgang in alles hineinlegen, so wie wir alle Wahrnehmungsvorgänge nach dem Urauswurf im Proton Pseudos aus dem vorher einen und voll verfügbaren all-inklusive Hotel des Fassenden, des Umfassenden, dann in das Begehren umwandeln, des Nichtigen, des Zunichtenden, des Leeren, des zu Zerstörenden, des zu Invertierenden, der Reinheit des Nichts und somit in
die Grundannahme unserer Weltvorstellungen, dieses kontinuierliche Werdens und Vergehens und Wiederentstehens und Nichtvergehens und Nichtwerdens und doch nicht Nichtwerdens und doch nicht Verstehens und doch nicht Vergehens hineinprojizieren und da dieser Wandel nur scheinbar an der Oberfläche stattfindet und sonst gar nicht. Aber dem kann so nicht sein, denn sonst wären die grauen und braunen Farben der Urzeit nicht zu dem geworden, was sie geworden sind, nämlich diese Blendschönheitsbuntheit der Phanerogamen um die Insekten und die Vögel und die Bienchen anzulocken, weil das gleißendste Weiß in unserem Auge für sie ultraviolett blinkt und ein Signalfeuer darstellt: Komm und leck mich, dann kriegst du Nektar und ein bisschen Pollen als Transportfracht mit hinzu.